MTA Journal, das Magazin von MTA International Germany Studios. Jetzt live. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede sei mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von MTA Journal, dem Nachrichtenmagazin der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. Auch heute wieder live aus dem Mubashir-Studio in Frankfurt am Main. Ja, in der heutigen Ausgabe von MTA Journal werfen wir einen Blick auf eine neue Webseite der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland zum Heiligen Koran, passend zum bevorstehenden Fastenmonat Ramadan. Außerdem im Programm: Seine Heiligkeit weist ausdrücklich auf die Bedeutung des Weltfriedens anlässlich des Nationalen Peace Symposiums in London hin. Und wir zeigen Ihnen, auf welche Programm-Highlights Sie sich während des heiligen Fastenmonat Ramadan freuen dürfen. Das sind unsere Themen heute bei MTA Journal. Den Anfang der Sendung machen wir wie gewohnt mit drei Punkten aus der letzten Freitagsansprache seiner Heiligkeit, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah sein Helfer sein. Drei Punkte aus der vergangenen Freitagsansprache von Hazrat Khalifatul Masih V., möge Allah sein Helfer sein. Thema: Ereignisse aus der Schlacht von Uhud. Hazur erwähnte, dass der heilige Prophet Frieden und Segnungen Allahs seine auf ihn trotz seiner eigenen Verletzungen um seine Gefährten besorgt war. Es wird überliefert, dass Hazrat Talha, möge Allah Wohlgefallen an ihm finden, während der Schlacht den heiligen Propheten Frieden und Segnungen Allahs seine auf ihn schützte. Als Hazrat Abu Bakr, möge Allah Wohlgefallen an ihm finden, den heiligen Propheten Frieden und Segnungen Allahs seine auf ihn erreichte, fand er ihn verletzt vor. Aber der heilige Prophet Frieden und Segnungen Allahs seine auf ihn sagte ihm, sich stattdessen um Hazrat Talha, möge Allah Wohlgefallen an ihm finden, zu kümmern, da er stark blutete. Hazur erwähnte auch Hazrat Hind, möge Allah Wohlgefallen an ihm finden, deren Bruder, Sohn und Ehemann in der Schlacht von Uhud getötet wurden. Hazrat Aisha, möge Allah Wohlgefallen an ihm finden, hatte sich aufgemacht, um Neuigkeiten über die Schlacht von Uhud zu erfahren. Unterwegs traf sie auf Hazrat Hind, möge Allah Wohlgefallen an ihm finden, die von Uhud zurückkehrte. Als sie nach Neuigkeiten fragte, sagte sie trotz des Märtyrertods von drei Mitgliedern ihrer eigenen Familie, dass der heilige Prophet Frieden und Segnungen Allahs seine auf ihn wohlauf sei und wenn es ihm gut gehe, dann sei alles in Ordnung. Hazur rief zu Gebeten für die Palästinenser auf. Anstatt den Krieg zu stoppen, versuchen die großen Mächte, die Flammen anzufachen. Nur Allah, der Allmächtige, kann sie stoppen. Daher müssen wir beten. Durch Wohltätigkeitsorganisationen sollten Ahmadis versuchen, ihnen Nahrung, Medizin oder jede Art von Hilfe zu geben. In ihren eigenen Kreisen sollten sie auch ihre Stimmen erheben, um diesen Ungerechtigkeiten ein Ende zu setzen. Ja, liebe Zuschauer, das waren lediglich drei Punkte aus der letzten Freitagsansprache seiner Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein. Wenn Sie die gesamte Freitagsansprache samt deutscher Untertitel sehen möchten, dann schauen Sie am besten auf unserem YouTube-Kanal MTA Germany vorbei. Wie Sie alle wissen, beginnt ab morgen der heilige Fastenmonat Ramadan. Das ist der Monat, in dem dem heiligen Propheten des Islams, Mohammed, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, der heilige Koran herabgesandt wurde. Wie treffend also, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland pünktlich zum Beginn des Ramadans eine neue Webseite zum heiligen Koran veröffentlicht hat. Quran sabse acha. Der Heilige Koran ist ein heiliges Buch für Muslime auf der ganzen Welt, eine Quelle der Führung und Inspiration. Seit dem Jahr 2021 gibt es eine neue Ausgabe des Heiligen Koran mit deutscher Übersetzung. Und man kann diese jetzt online bestellen. Dafür wurde eine neue Homepage errichtet, www.derheiligekoran.de. Vor zwei Wochen wurde diese Webseite feierlich eröffnet. Die Eröffnung wurde mit dem Gebet von Majid Tahir Sahib aus London in der Jamia in Riedstadt begleitet. Ja, über diese aktuelle Fassung des Heiligen Korans auf Deutsch mit deutscher Übersetzung und über die neue Webseite wollen wir mit Musawwir Gundel Sahib, Imam und Theologen der Ahmadiyya Muslim Jamaat, sprechen. Ich darf ihn hierzu herzlich bei uns im Studio begrüßen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.
Wir sagen da zunächst einmal, dass Sie die Zeit gefunden haben. Oder weshalb, diese Webseite ist jüngst an den Start gegangen, jüngst veröffentlicht worden. Was war der Hintergrund? Warum hat man sich entschieden, dem Heiligen Koran eine neue Webseite zu widmen? Also wir haben den Bedarf gesehen, dass wir eine neue Webseite benötigen, um über den Heiligen Koran und speziell auch über die deutsche Übersetzung des Heiligen Koran zu informieren. Und man hat die Möglichkeit, in dieser Webseite sich umfassend über die neue Auflage des Heiligen Koran, die 2021 erschienen ist, sich darüber zu informieren und diesen dann auch zu bestellen. Des Weiteren hat man die Möglichkeit, auch aktiv den Heiligen Koran im Bereich des Tabligh zu präsentieren. Also haben wir unsere persönlichen Kontakte, wir haben Tabligh-Veranstaltungen, wir haben Koranausstellungen, Buchmessen und so weiter und viele weitere Programme, wo wir den Heiligen Koran präsentieren. Und jetzt haben wir durch die Webseite noch eine zusätzliche Möglichkeit, den deutschen Mitbürgern den Koran zu zeigen und die Möglichkeit anzubieten, falls jemand Interesse hat, den Heiligen Koran dann auch zu bestellen. Das macht ja im digitalen Zeitalter absolut Sinn, weil man ja oftmals, wenn nicht immer, das Internet bemüht, wenn man Informationen zu irgendeinem Thema haben möchte. Jetzt haben Sie die Seite ganz besonders aufgebaut mit verschiedenen Inhalten. Welche Inhalte gibt es denn auf dieser Seite? Also zunächst einmal die Einführung in den Heiligen Koran. Mhm. Dann gibt es Inhalte wie zum Beispiel, wie der Heilige Koran entstanden ist, von der Offenbarung bis zur Bewahrung. Weil Allah Ta'ala im Heiligen Koran ja auch das Versprechen gegeben hat, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Also das wahrlich wir, also das ist die Übersetzung, wir haben diese Ermahnung hinabgesandt und sicherlich werden wir Hüter sein. Und genau diese Thematik wird auch angesprochen. Mhm. Und dann gibt es noch Thematiken wie, was sagt der Heilige Koran über die Stellung der Frau? Was sagt der Heilige Koran über Krieg und Frieden? Also ein sehr aktuelles Thema. Und wollen wir auch versuchen, durch gezielte SEO-Maßnahmen, also das sind diese Maßnahmen, wodurch wir versuchen wollen, dass bei Online-Suchplattformen wie Google unsere Webseite, wenn ihr zum Beispiel der Suchbegriff Koran kaufen oder was sagt der Koran über Frau, über Krieg, über Frieden, dass unsere Webseite ganz oben erscheint, anstatt dass man bei irgendwelchen Foren landet, wo willkürlich darüber diskutiert wird. Also. Und das ist ja jetzt nur der Beginn. Sie haben ja noch vor, die Webseite um weitere Inhalte dann auch zu erweitern, inshallah. Ja, inshallah. Also wir sind jetzt gerade dabei, ein sehr, sehr gutes Buch, also Departure Tafsirul Koran von Hazrat Muslim oder Hazrat Ala Anhu zu veröffentlichen. Und wenn das Buch veröffentlicht wird, dann werden wir inshallah auch sehr viel Content einfügen, also von dem Buch, und die Webseite wird sich natürlich immer weiter erweitern. Inshallah. Dann lassen Sie uns auch noch mal auf diese neue Fassung oder die aktuelle Fassung zu sprechen kommen. Was macht diese aktuelle Fassung so besonders? Also der Heilige Koran, also die deutsche Übersetzung, wurde ja im Jahr 1954 veröffentlicht. Und als der Koran veröffentlicht wurde, war er, also ist immer noch so, dass er eines der meistverkauften und der meistgelesenen Koranübersetzungen ist. Aber wir haben jetzt im Laufe der Zeit, hat sich ja der deutsche Stil hat sich im Laufe der Zeit geändert. Und deshalb hatten wir uns beschlossen, dass wir die Übersetzung komplett überarbeiten. Und seit dem Jahr 2021 gibt es diese komplett überarbeitete Übersetzung des Heiligen Koran, wo wir zunächst einmal die Übersetzungen, also die Vers-zu-Vers-Übersetzungen, gemäß der neuen deutschen Rechtschreibung angepasst haben. Mhm. Danach haben wir, also Fußnoten sind jetzt unter dem Text, also jetzt nicht mehr im Anhang wie vorher. Jetzt haben wir im Anhang aber ein Glossar, einen sehr ausführlichen Glossar und auch einen sehr ausführlichen Index. Und wir haben auch eine Transliteration eingeführt gemäß dem DMG-System. Das heißt, arabische Fachbegriffe, die wir nicht übersetzt haben, haben wir gemäß dem DMG-System transliteriert. Dann haben wir auch, um eine bessere Lesbarkeit zu haben, haben wir den arabischen Text, also haben wir einen viel, viel lesbareren Font benutzt. Und das ist jetzt auch viel einfacher jetzt zu lesen. Sie haben es gerade angesprochen, Lesbarkeit, Verständlichkeit, vor allem für diejenigen unter uns, die vielleicht des Arabischen nicht mächtig sind oder jetzt vielleicht auch nicht mit dem Heiligen Koran aufgewachsen sind, sind das ja Erneuerungen, Verbesserungen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind und sehr dabei helfen, den Koran und auch die Lehren damit des Islams zu verstehen. Ja, inshallah. Wie können denn die Mitglieder der Hamdi Muslim Jamaat diese aktuelle Fassung erwerben? Also, wir haben jetzt seit einigen Tagen eine Aktion innerhalb der Jamaat gestartet. Die Aktion heißt die neue Auflage des Heiligen Koran in jedem Ahmadi-Haushalt. Und die Webseite bietet die Möglichkeit, dass man eben von dort den Koran, die aktuelle Auflage, bestellen kann.
Ich möchte noch hinzufügen, dass wir jetzt auch einen Rabattcode anbieten. Also mit dem Rabattcode kann man als Jamaat-Mitglied, und dieser Code gilt nur für die Jamaat-Mitglieder, dass man den Koran zu einem vergünstigten Preis bestellen kann. Und das ist eine Möglichkeit, die wir sozusagen jetzt parallel zu dem Launch der Webseite gestartet haben. Wir haben in den letzten Tagen ein Rundschreiben herausgeschickt an die lokalen Präsidenten, Morabiane Silsla, die kennen den Code. Andernfalls kann man auch uns anschreiben, also ishat@ahmadiyya.de oder info@verlagderislam.de und uns direkt nach dem Code fragen. Und da sollte kein Problem sein, dass man den Code dann bekommt. Ja, und vor allem jetzt, wenn ich jetzt, wann dann, so kurz vor dem Fastenmonat Ramadan. Und das bringt mich auch nochmal auf meine letzte Frage, Bruder Bissab. Ich habe es eingangs auch erwähnt, der heilige Fastenmonat Ramadan ist eng mit dem heiligen Koran verbunden. Das ist der Monat, in dem der heilige Koran dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde. Wie können die Ahmadi-Muslime dem heiligen Koran während des Fastenmonats Ramadan gerecht werden? Also im heiligen Koran steht es ja auch in Sura 2, Vers 186 geschrieben, dass der heilige Koran im Monat Ramadan offenbart worden ist. Und das ist eine Rechtleitung für die Menschheit. Und im heiligen Monat Ramadan, also der Ramadan-Monat ist gefüllt mit immensen Segnungen. Und eine große Segnung ist, dass wir eben den heiligen Koran in diesem Monat offenbart bekommen haben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir gemäß der Sunna des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran mindestens einmal komplett auf Arabisch lesen, weil es gibt Überlieferungen, wo es heißt, dass man den heiligen Koran in der Originalsprache, also in Arabisch, mit einer schönen, lauten Stimme rezitieren sollte. Aber weil im Koran ja auch erwähnt wird, Hudan linnas, also eine Weisung für die Menschheit. Deswegen ist es auch wichtig, und Hazure Aktas weist uns auch immer wieder darauf hin, dass wir auch die Übersetzung mitlesen sollen, damit wir auch verstehen können, was im heiligen Koran steht, damit wir auch die Gebote verstehen können und damit wir wirklich von den vollkommenen Segnungen des heiligen Koran profitieren können. Es wäre auch sehr schade, wenn man das Buch nur sozusagen lesen und nicht verstehen würde. Deswegen da auch die deutsche Übersetzung für viele sehr, sehr hilfreich. An dieser Stelle noch zwei Service-Hinweise. Zum einen die Webseite www.derheiligekoran.de. Auf jeden Fall besuchen, dort finden Sie sehr spannende und hilfreiche Informationen. Nicht nur für einen selbst, wie Sie eben gesagt haben, oder Bissab, sondern auch für Tablierzwecke. Informationen zum Heiligen Koran, wie er offenbart wurde, wie er erhalten wurde in seiner ursprünglichen Version, die bis heute gilt, und wie auch diese neue deutsche Übersetzung des Heiligen Korans erstellt worden ist. Und dann nochmal der Hinweis auch von Marabisheib, wie Sie auch vergünstigt sozusagen die aktuelle Fassung des Heiligen Korans erwerben können. Am besten entweder Kontakt mit dem lokalen Präsidenten, dem lokalen Marabisheib, aufnehmen oder eben eine E-Mail an ishat@ahmadiyya.de, und dort können Sie dann nochmal den Rabattcode erhalten. Marabisheib, Sie sagten, dass Sie hier waren. Wir wünschen auch bei dem Projekt, bei der Webseite viel Erfolg und sind gespannt, welche neuen Inhalte dann nach und nach auf die Webseite gestellt werden. Ja, liebe Zuschauer, wir machen auch hier jetzt weiter im Programm. Murabisa hat eben auch schon die Bedeutung von Frieden in der heutigen Zeit angesprochen, und das bringt uns auch zum nächsten Thema. Am vergangenen Samstag lud nämlich die Ahmadiyya Muslim Jamaat zum nationalen Peace Symposium nach Battle for Two in London ein, unter dem Motto Building a Sustainable Peace. Das Highlight dieses Peace Symposiums, eine Rede, die Ansprache seiner Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, indem er nochmal eindringlich auf die Bedeutung eines internationalen Friedens einging. For a long time, even those intimately engaged in world affairs, such as politicians, foreign policy journalists, or analysts, did not agree with me, either due to their idealism and a desire to look at the world through rose-tinted glasses, or perhaps due to an incapability to learn lessons from history. They seemingly ignored the widening cracks that have been opening up in recent decades in international relations. Perhaps they simply did not wish to accept the reality of what was staring them in the face. As they say, ignorance is bliss. Yet today, as wars rage here in Europe, the Middle East,
and elsewhere, many of the same people are now raising the alarm, warning of a global war in which nuclear weapons could be used to wreak unimaginable devastation on the world. Despite this realization, many still seem unwilling to consider what must be done to end these conflicts and remain reluctant to hear the genuine voices for peace that exist in the world. Ja, wichtige Anweisung seiner Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten. Ja, liebe Zuschauer, auch dieses Jahr lassen wir Sie im Fastenmonat Ramadan natürlich nicht allein. MTA International Germany Studios hat eine Reihe von exklusiven und besonderen Inhalten für Sie vorbereitet. Wir beginnen den Tag gemeinsam mit Ihnen mit einem Darsul Quran auf Deutsch, täglich um 5 Uhr morgens, gefolgt von einem Darsul Hadith, auch auf Deutsch, täglich um 13 Uhr. Von Montag bis Donnerstags, beginnend ab 18 Uhr, strahlen wir ein Live-Darsul Quran auf Urdu mit simultaner Deutschübersetzung aus. Außerdem im Programm jeden Freitag um 20 Uhr eine neue Ausgabe der aktuellen Sendereihe mit dem Titel Kompass – Wege zum Ziel. In den Freitagen während des Fastenmonats Ramadan werden vor allem theologische Fragen rund um den Monat Ramadan besprochen und beantwortet. Diese ganzen Inhalte finden Sie natürlich wie immer auf unserem YouTube-Kanal MTA Germany. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass das Team von MTA Journal während des Fastenmonats Ramadan auch eine kleine Pause einlegt und am ersten Montag nach dem Fastenmonat wieder für Sie am Start ist. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, einen gesegneten und ganz besonderen Fastenmonat Ramadan. Bleiben Sie gesund. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.